Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Dark Souls 2. Nachdem wir doch den dritten Teil zuerst und den ersten Teil zu zweit gemacht haben, kommt jetzt Dark Souls 2 hinterher. Denn die Reihe muss ja komplettiert werden. Jetzt ist es bei mir ziemlich laut, ich mach's mal gerade leiser. Im März 2014 erschienen, ist dieses Spiel noch gar nicht so alt für uns, die wir 2016 das jetzt zocken. Allerdings hat es doch schon einiges an Überholungsbedarf. Wir fangen ein neues Spiel an. Und genießen den Trailer. Perhaps you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Thank you.
Wir sind irgendwo dazwischen. Herzlich willkommen nochmal zu Dark Souls 2. Ja, ein wahnsinnig tolles Intro, das auch endlich mal so ein bisschen die Geschichte von Dark Souls erklärt hat, beziehungsweise das, was uns widerfahren ist, als wir in das Jenseits eingetreten sind und zu einem Verfluchten wurden. Ich glaube immer noch, dass Dark Souls 2 sozusagen als erster Teil zu sehen ist, der erste, dann der zweite und der dritte Teil bleibt. Wir gucken uns hier ganz in Ruhe um. Es gibt die ganz normalen Fähigkeiten, so wie wir sie kennen, mit Schildschwung, ganz normalen Angriff. Gibt es Rennen? Ja, mit B weiterhin. Mit A können wir nicht springen. Vielleicht müssen wir rennen und dann drücken. Nein, müssen wir nicht. Y. Und wir haben irgendwas in der Hand. Okay, wie können wir springen? Show it to me. Ah, okay. Den linken Laufstick einfach gedrückt halten. Na dann. Auf geht's zu den Hexen, zu dem, was uns alles erwartet. Ich habe das Let's Play bereits gesehen, habe jetzt vor, ein eigenes zu machen. Warum auch nicht, wenn man Dark Souls 3 gemacht hat, sollte man auch den ersten und zweiten Teil machen. Kommt uns hier irgendwas entgegen? Nein, hier sind aber komische Ratten. Was seid ihr denn? Ihr seht eher aus wie Hunde. Ihr seid komisch. Ihr seid echt eigenartig. Viel können wir noch nicht entdecken. Wir haben kein Schwert, wir haben gar nichts. Wir wissen nicht mal, was wir selber sind. Das entscheiden wir nicht, so wie bei den anderen Teilen am Anfang, bevor man das Ganze beginnt, sondern bei den Hexen, die einem den Weg öffnen und denen man sagen muss, was man sein möchte oder sein wird. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon men, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. What is your name? Ja, wie könnte unser Name lauten? Ja, ich sollte das denn auch mal anklicken. Ach, Bisu Zimt, so wie immer. Okay. Ja, sind wir. At least you know your own name. Here's your reward for sharing. It's a human effigy. Take a closer look. Who do you think it's supposed to be? Think back, deep into your past. Yes, it's an effigy of you. Ja, die Menschlichkeit verlässt uns mit jeder Minute, das ist das Problem und vor allem in diesem Spiel auch eines der grundlegendsten Dinge. Klasse und Gabe, die suchen wir uns jetzt einmal aus. Was haben wir denn für eine Klasse, die wir aussuchen können? Der Krieger, der Ritter, der Schwertkämpfer, der Bandit, der Kleriker, der Zauberer, der Erkunder und Bettler. Wir waren in den letzten Teilen immer ein Ritter, glaube ich. Ein Ritter. Ich hätte schon mal Lust, einen Zauberer zu machen. Aber fürs Let's Play eignet sich einfach ein Schwertkämpfer. Es ist einfach so. Deswegen bleiben wir beim Ritter. Welche Gabe nehmen wir? Wir nehmen noch ein Menschenbild mit oder einen Lebensring. Heilstoffe, diverse Objekte, die Gift heilen und TP wiederherstellen. Wichtig für jeden, der Dranglake bereist. Das wird alles kommen, da sind wir jetzt noch lange nicht.
Und wir gucken mal, dass wir den Rest noch aufgebaut kriegen. Der Lebensring. Nehmen wir erstmal den. Der ist nämlich das ganze Spiel über da und nicht irgendwas, was man verbrauchen kann. Gut, Erstellung abschließen? Nein, noch nicht. Jetzt kommen wir erstmal zum Körper. Wir bleiben auf jeden Fall ein Mann. Körperbau. Da kann man sich nicht ganz so viel aussuchen wie in Dark Souls 3. Wir sehen eigentlich immer ziemlich plump aus. Ich selbst bin eigentlich ein Spargeldürrer, aber ich möchte doch ein bisschen kräftiger sein. Deswegen bleiben wir bei dem kräftigen Körperbau. Die Figur. Eher muskulös oder eher schlaff? Nein, richtig muskulös, das bin ich. Definitiv. Guckt mich an. Aussehen. Oh Gott, hast du ein Booby-Face. Herkunft. Wo kommst du her? Mit dem Gesicht wohl ziemlich weit her. Die Frisur. Wie wäre es mit der? Die erinnert mich an irgendeinen Catcher. An einen Wrestling-Star. Was sieht mir denn bitte ähnlich? Eigentlich gar keiner. Lange Haare hätte ich schon gerne. Aber zu lange passt nachher zum Ritter nicht. Die sollten schon passend sein zu der Klasse, die wir tragen, die wir haben. Nehmen wir den. So. Die Haarfarbe. Gott. Wir haben doch schon einiges mehr reingebracht als damals in Dark Souls 1. Augenbrauen. Puh. Eigentlich würde ich gerne einen Standardritter nehmen, um nicht ganz so viel hier rumzumachen. Wir lassen einiges aus. Den Bart nehmen wir auf jeden Fall noch rein. Den habe ich jetzt nämlich auch. Nehmen wir den. Der passt auch. Bartfarbe. Kann so bleiben. Tätowierung. Ach, die kommt ins Gesicht. Auch nicht schlecht. Ein Kreis? Nee, das sieht aus, als hätte ich mich verbrannt. Ja, nehmen wir das. Tätowierungsfarbe, Deckkraft, alles andere ist soweit in Ordnung. Goodie. Erweiterte Einstellung. Ach, da kann man sogar noch einzelne Dinge machen, die wir aber nicht vornehmen. Wir sind schon froh. So wie wir aussehen, reicht es aus und wir werden uns auch nicht häufig sehen, denn oftmals sind wir einfach nur irgendwelche Hüllen und sehen aus wie Zombies. Bloß wenn wir so aussehen wie jetzt, dann ist alles gut. Erstellung abschließen. Ja, das ist unser wahres Ich. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Well, you never know. Go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on to your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over and over again. Nun gut, wenigstens sind sie ehrlich, auch wenn sie drüber lachen. Wir werden unsere Seelen immer und immer wieder verlieren. Jedes Mal, wenn wir sterben, verlieren wir unsere Seelen, können sie aber in einem Seelenhaufen wiederfinden. Wenn wir durch diese Tür schreiten, ist es vorbei, dann sind wir raus oder müssen wir dadurch? Nee, da sind wir hergekommen. Die Köchin sollte man am Anfang nicht angreifen, das werden wir irgendwann sehen, wenn wir sie angreifen. Und die alten Omis natürlich auch nicht, die brauchen wir noch. Auf geht's. Wir schreiten hinaus ins Königreich und finden unser erstes Bonfire. Bonfire lifted. Nee, litted. Wie auch immer. Es ist entzündet. Ja, was haben wir hier Schönes? Kriegen wir das kaputt? Einmal B drücken ist rollen. Aber ich krieg den Karren nicht kaputt. Warum komme ich da nicht ran? Lasst mich ran! Gegenstand aufnehmen. Ja, will ich ja. Okay, so geht's auch. Mit A. Eine Fackel und eine Seele. Wie komme ich darauf, dass der zweite Teil der erste sein könnte? Nun, hier gibt es wenigstens noch Drachen. Es geht um das alte Schloss Dranglake. Es hat gar nichts von dem, was später noch alles stattfindet, im ersten und im dritten Teil. Und im dritten Teil, da ist es ja so, dass wir dann letztendlich denjenigen, der als erstes die Flamme entzündet hat, töten. Außerdem heißt das Spiel auch Scholar of the First Sin.
Heidi-ho. Na, was seid ihr für welche? Nichts Besonderes. Warum kann ich... Achso. Ich muss dringend meinen Controller reparieren. Machen wir es halt so. Immerhin 30 Seelen pro toten Menschen. Beziehungsweise Zombie. Angriff. Ah, das sind die ganzen Steine, die uns erklären, wie wir spielen können. Gut, das haben wir jetzt weitestgehend rausgefunden. Das ist gar nicht schlimm. Wir laufen weiter. Wir sind noch immer irgendwo dazwischen, noch gar nicht im Totengebiet, noch gar nicht im Königreich Dranglake. Töten hier den einen oder anderen. Und da unten steht das erste große Monster, das uns verspeisen möchte. Und das schafft es, wenn wir in deren Nähe kommen. Dessen Nähe kommen. Wir haben gar keine Ahnung, dass wir irgendwo hinter ihnen laufen. Finde ich gut. Kann ruhig so weitergehen. Ein Dolch. Nett, dankeschön. Moin. Nischt wirst du tun. Wir brauchen noch ein Schild. Wo kriegen wir ein Schild her? Danke. Oh ja, gebt mir die ganzen Seelen. Gar nicht schlimm. Ausgerüstete Waffe wechseln. Damit. Ah, okay. Ist auch so geblieben wie vorher. Wir haben auch die gleiche UI. Die gleiche Steuerung. Was unsere Sachen angeht und unser Inventar. Er schießt seinen Kumpel ab. Nein, ich habe einen Fall im Kopf. Auch nicht schlecht. Lebensstein. Wofür die ganzen einzelnen Artefakte sind, das müssen wir erst noch herausfinden. So, und schon sind wir wieder draußen. Hier gibt es nachher irgendwelche Nester mit irgendwelchen kleinen Vögeln, die wir aber später besuchen. Oh, redest du mit mir? Nein. Gut. Wir haben die Leiter runtergelassen, sodass wir jetzt auch auf den Boden zurück können und jederzeit oben wieder hin. Das ist perfekt. Ein kleinen Weg freigeschaltet. Von wo sind wir jetzt gekommen? Von da. Dann können wir hier noch rein. Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen. Ihr dürft sterben. Und ich liebe es, wenn andere Leute sterben. Natürlich nur im Spiel. Auch wenn ich manchmal doch den ein oder anderen gerne tot sehen würde. Und Sprung geschafft. Ha, unser erster Sprung, der uns auch gleich geglückt ist. Gelbes Kraut. Dankeschön. Gott, jetzt wieder zurück. Das wird auch nie was. Ah, doch wird es. Ha, ich bin so gut. Wir werden auch irgendwann die ganzen Fackeln anzünden. Vielleicht gibt das ja noch irgendwas Besonderes. Und wenn es nur ein Achievement ist. Übrigens ist das erste Achievement, das man meistens bei Dark Souls 2 bekommt. Herzlich willkommen bei Dark Souls. Gibt es dafür, dass man stirbt. Denn Dark Souls war schon immer eines und ist eines der schwersten Spiele, die es zurzeit auf dem Markt gibt. Waren wir hier schon drin? Ja, hier war ich schon. Na gut. Gucken wir uns in den anderen Teilen um und gehen auch irgendwann zu Schloss Dranglake. Allerdings erst im nächsten Part. Ich danke euch fürs Ansehen, für die erste Folge reicht es vollkommen aus, was wir erlebt haben. Bis nachher.